Hallo Welt, da sind wir wieder hier auf dem Gutshof Billings und wie man sieht, wir haben Hunger. Wir verhungern sogar schon fast. Das bedeutet, wir werden uns in dieser Folge mal ein bisschen umsehen. Wir werden mal gucken, was wir hier so in der Nähe noch haben. Wahrscheinlich nehmen wir uns gleich so eine Rinderfarm, auf der es genug zu essen gibt. Da ist nur ein Traktor. Aber dieses Häuschen da vorne, das könnte ja schon was sein. Oh ja, okay, wenn wir ein Gutshof Silber, Gutshof an Gutshof. Wenn wir schon ein Radio hören, dann heißt das doch mit Sicherheit, dass wir da ordentlich was finden. Und da das hier so ländlich alles ist, werden wir vielleicht wirklich ein bisschen was zu essen finden. Hey, wer hat denn da oben gebaut? Ach, wie schön. War das jemand? Da hat doch jemand sein Camp aufgeschlagen, oder? Das sieht mir fast danach aus. So, Radio in Sicht und wir hätten gar nicht so viele Werkbänke aufbauen müssen. Denn hier haben wir schon alles nebenan. Okay, wir looten natürlich, was das Zeug hält. Hier die ganzen schweren Sachen nehmen wir mit. Die können wir nachher verschrotten. Die können wir ja hier sogar schon verschrotten. Das sollten wir auch machen, da das jetzt hier richtig schwere Teile waren. Kühlmittel. Ah, das ist auch immer so liebevoll hier hingestellt. Kühlmittel hier auf dem Gabelstapler und Benzinkanister daran und die machen gar nichts. Die haben brav gewartet. Danke, unser Essen. Sehr schön. Hoffentlich finden wir auch noch eine Kochstation in der Nähe. Ja, sonst gehen wir eben ganz schnell zurück. Wir müssen was essen, sonst ziehen wir uns irgendeine Krankheit zu. Dann, denke ich, müssen wir nicht zweimal an eine Werkbank gehen, dann können wir auch gleich drüben bei uns verschrotten alles. Red Kakerlake nochmal. Wo denn? Wo ist sie denn? Ach, da. Ja, dreimal Red Kakerlakenfleisch. Ist okay. Ja, man hat ja alles hier. Ich bin ja schon neugierig, was für ein Nachbar dort wohnt. Oder? Das sieht doch aus, als hätte das auch jemand gebaut, oder? Das. So sollten wir auch bauen. Klein, klein bleiben und alles ist gut. Ich traue mich da gar nicht hin. Zuletzt, als wir an so einem Haus waren, an so einem Camp von jemand anderem, nee, das hat keiner gebaut. Oder Satellitenschüsseln, Schüsseln dran, ich weiß nicht, ob das jemand gebaut hat. Das letzte Mal, als wir nämlich da waren, an so einem Camp von jemand anders, da ist nämlich der Surfer, irgendwie sind wir vom Surfer geflogen. War jetzt nicht so schlimm, oh, das ist gut. Ja doch, das hat einer gebaut. Da hauen wir aber mal lieber ab hier, oder? Das ist gut hier mit Dekontaminierungsbogen und so. Ah komm, wir machen uns erstmal was zu essen. Das ist wichtiger. Essen machen, verschrotten und dann gehen wir weiter gucken. Sonst ziehen wir uns wirklich gleich noch irgendeine Krankheit zu. Oh, war das ein Gewitter? Zieht da ein Sturm auf? Das wäre aber jetzt nicht so gut. Kürbis haben wir da auch. Genau, einen Garten wollten wir noch pflanzen. Wow, wir verdursten, Nein, wir verhungern, hungern. Ganz schnell ein bisschen Red Kakerlakenfleisch zu uns nehmen. So, haben wir noch was? Klingenkornsuppe, ja klar. Was war hier? Ach, wir haben uns wieder verletzt. Oh, das ganze Blut. Beim Treppe hochgehen haben wir uns verletzt. Und schnell ein bisschen was essen. Wo ist die Klingenkornsuppe? Was kann die eigentlich? Essen 12, Wasser 15. Okay, geht ja auch. Krankheitsresistenz, okay. Sehr schön. Gucken wir mal, was unsere Geräte da so fabriziert haben.
Kupfer. Oh, Moment. Das ist so genial gemacht jetzt mit dem Fleischhaufen. Ja, wollen wir uns denn den Garten mal angucken, wie wir das machen? Dass wir hier so einen kleinen Garten anlegen. Na komm, wir gehen erstmal da drüben gucken. Gutshaus Silver fällt mir gerade ein. Die müssten doch eigentlich auch ein Haus haben. Gutshof Silver. Ja, da ist sogar ein ziemlich großes Haus. Da gehen wir jetzt mal gucken. Vielleicht finden wir auch noch was zu essen. Ich weiß, hier ist... Was ist das eigentlich? Ascherose. Okay, ich glaube nicht, dass wir die anpflanzen können, aber die können wir ernten und mal gucken, was wir daraus herstellen können. Oh, das Licht. Also da drin brennt noch Licht. Vielleicht lebt da ja noch jemand. Oh, da haben wir Baumwolle oder sowas. Was wächst hier? Das ist Mais. Wow, wilder Mais. Ja, da decken wir uns aber gleich gut ein. Hallo, Hausherr? Hausghul? Eine ganze Horde Ghule? Okay, du auch? Der war aber Stufe 50 hier, der eine. 15 meine ich. Der hatte auch Kronenkorken dabei. Das war der mit dem Geld. Das war vielleicht der Hausherr wirklich. So, alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Wir haben beim letzten Mal vergessen... Oh, da unten ist was Schönes. Autopsie-Brettspiel. Ah ja, das ist ja lustig. Genau das Richtige für die Party. Wir haben vergessen, den Schrott irgendwie zu zerlegen, den wir dabei haben. Und deswegen werden wir nicht allzu weit wegreisen hier von unserer Basis, sage ich mal dazu. Und was haben wir hier? Rezept Delberts Tato-Salat. Surprise! Huhu. Müssen wir natürlich gleich dran denken, dass wir den auch lernen schön. Uah, was ist hier? Fledermäuse. Okay. Okay, die Lampe ist zu schön, um sie mitzunehmen. Ja, diese verbrannten Wirtschaftsmagazine kann man gut verkaufen. Wo ist das? Ach. Da ist es. Gut versteckt, das Aluminium-Windspiel. Hallo? Jemand zu Hause hier oben? Wir kommen jetzt rauf. Wir sind jetzt oben. Wir haben die Katze gefunden. Naschkatzen, Mr. Fuzzy. Hm. Trotzdem nehmen wir sie mit. Muss ja. Oh, und der Teddy hier ganz alleine. Ah, Mr. Peebles. Vielleicht wollte... Oh, was war das? Eine Rassel. Vielleicht wollte... Oh, ja. Ja, das war hier... Die waren sehr kinderlieb hier, die Leute. Ein grünes Hemd und Kampfstiefel haben wir zwar schon, glaube ich, aber nehmen wir nochmal mit. Wow. Schrotpatronen, jawohl. Okay, schöner Spiegel. Der ist schon schwarz geworden.
Boah, das machen die schon mal so von Zeit zu Zeit. Was haben wir hier? Einen Haken? Immerhin, Vorkriegsgeld. Ja, wir brauchen ein neues Outfit, aber so richtig, glaube ich, gefallen mir die noch nicht. Die Outfits, die wir bisher hier so gefunden haben. Wir müssen mal gucken. Wir haben da einiges eingesammelt. Da könnte was bei sein, was uns zusagt, eventuell. Oben kommen wir nicht drauf, glaube ich. So, was haben denn die Silvas in ihrem Garten? Auf jeden Fall haben sie hier schon mal einen Schuppen und ordentlich Holz vor der Hütte. Da kommen wir aber nicht rein jetzt. Nee. Die Hütte ist zu. Gut, hier können wir sofort verschrotten gleich. Wir nehmen aber erstmal noch hier den Ball. Und gucken mal, was hinter der Hütte noch so ist. Oder vor der Hütte. Da war das Holz. Wow. Okay, da drüben gucken wir dann nachher. Wir müssen ein bisschen leichter werden. Wenigstens ein bisschen. Ich denke mal, hier ist irgendwas. Das sind die Blätter hier, die hier so rumfliegen. Schön. Ja, verwerten den gesamten Schrott. Zack, weg damit. Ach so, ein Haken ist das. Langsam ist er. Den brauchen wir nicht unbedingt. Und haben wir irgendetwas gefunden an Kleidung, Rüstung? Wieso? Ach so, wir haben die ganzen... Ah, ich verstehe. Ja, wir haben ja die ganzen legendären Sachen angezogen als Rüstungsteile. Deswegen wird uns das jetzt hier nicht angezeigt beim Verwerten. Gedämpfte Lederrüstung, linke Arm. Ja, das kann, glaube ich, weg. 3 Pfund wiegt das Ding. Aerodynamisch, das müssen wir irgendwann mal reparieren. Wir haben noch keine ballistische Faser gefunden. Das kennen wir doch irgendwoher. Wow. Nee, in die Richtung gehen wir nicht weiter. Richtung Nuka-Werk dann. Also in diese Richtung, vermute ich mal. Wenn mich meine Orientierung nicht ganz im Stich lässt. Gucken wir mal auf die Karte, ob das stimmt. Ja, genau. Okay. Hat nochmal gepasst, meine ich. Hier haben wir einen Parkplatz. Ah ja, da ist ja auch irgendwo so, sind ja Docks in der Nähe. Da kann man ja irgendwo angeln gehen oder so vielleicht segeln gehen oder sowas. Karotten und Tätos und eine Bastelwerkbank. Alles am gleichen Ort hier. Ach, die schon wieder. Hey, Vorsicht! Wo? Wo ist der? Ach, da! Komm her, du. Ach was, Challenge abgeschlossen? So schnell? 3 waren das nur? Ja. So schnell kann es gehen. Wollten wir denn die Stufe irgendwie nutzen? Ich glaube nein, oder? Wir wollten ein paar Punkte mal sammeln. Meine ich. Ich weiß nicht. Wir lassen die Tätos und so erstmal hier stehen. Wir wollen ja drüben einen Garten bauen. Und wenn wir das haben, also wenn wir damit angefangen haben, dann können wir die Tätos nehmen und uns die ganzen Sachen holen da. Die Karotten, meine ich. Ah, ein Staubwedel, Curry. Wir haben deinen Staubwedel gefunden. Oh, was? Ah. So, was habt ihr oben noch? Oh, oben hat gelitten. Oben ist alles kaputt hier. Ach, 3-etagig haben sie sogar. Das war 3-etagig, das Haus. Ein Seesack. Ja, wollen wir auch noch dahin gehen? Zum Steg, meine ich. Nicht zwingenderweise, meine ich. Äh,
Nicht zwingenderweise, habe ich gerade gesagt. Da drüben ist noch ein Häuschen, da können wir noch gucken. Komm, wir nehmen die Karotten mit und pflanzen die an bei uns. Was war da drüben nochmal? Ach, Mais haben wir da auch. Da können wir jetzt alles anpflanzen, was wir brauchen. Wie schön. Ach, das war nur eine. Hier auch. Aschrose, okay. Und Mais. Ordentlich Mais und Klingenkorn. Dann haben wir doch fast schon alles. Mutterbeeren noch. Die haben wir bei uns im Camp. Ja, jetzt haben wir aber ordentlich Mais mit hier. Ich hoffe, den wilden Mais, den können wir dann zum Hausmais ziehen. Ja, tut mir leid für jemanden, der dann hier vorbeikommt und auf Mais hofft. Aber das wächst ja auch schnell nach, denke ich. Ist ja alles so ein bisschen verstrahlt, da wächst das ja schneller. Was sagte ich noch? Klingenkorn als nächstes. Und Mutterbeeren müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Was wächst hier denn? Hier ist doch auch so eine Art Acker. Er wächst hier nichts für uns. Nee, Klingenkorn haben wir drüben noch. Was fehlt denn? Potatoes haben wir, Karotten haben wir. Klingenkorn holen wir. Karotten, sagte ich schon. Ich glaube, wir haben fast alles, was wir anpflanzen können. Ja, wir werden es gleich sehen im Baumenü. So, dann nehmen wir hier auch schon mal das Zeug mit. Aschrosen. Ach, Brombeeren. Ja, genau. Komm schon, Brombeere. Oh, das wird gut. Ja, so viel Klingenkorn ist gut, wenn wir das anpflanzen. Und wo bauen wir den Garten hin? In der Nähe von der Kochstelle irgendwie. Ach, Wasser brauchen wir ja auch noch, genau. Okay, ich glaube, der wird schon viel zu groß, der Garten. Sollen wir den hier vorne so auf der Wiese? Ah, da könnte man besser sitzen nachher. Wo würde denn gut kommen, der Garten? Neben dem Haus, meine ich. Doch hier auf dem Feld. Warum nicht gleich auf dem Feld? So einen kleinen Garten hier hin. So, Essen. So, erstmal die Brombeeren. Die Karotten auch. Eine Karotte. Ja, okay, besser als keine Karotte. Dann der Mais. Den pflanzen wir schön neben die Brombeeren hier so runter. Na, geht nicht. Ah, da wächst schon zu viel. Okay, ich verstehe. Hinten raus dann eben. Geht nicht? Da könnten wir aber auch ein, fällt mir gerade ein Gewächshaus bauen, oder? Ja, klar. Aber da müssen wir erstmal die Teile für finden. Und die Tato ist verdorben. Die können wir nicht mehr pflanzen. Haben wir doch gerade Tato auch gesammelt. Die ist so schnell verdorben. Das ganze Klingenkorn übrigens auch. Wie kommt das denn? Aber hier ist doch noch Klingenkorn. Oder war das eine wilde Tato? Die können wir vielleicht gar nicht pflanzen.
Ah, die Vogelscheuche. Ach, das ist wildes Klingenkorn. Deswegen konnten wir das nicht pflanzen. Ja, schade. Ja, dann brauchen wir aber dennoch hier ein bisschen Wasser. Aufbereitetes Wasser. So ein Wassergenerator hier oben. Ah, bauen wir gleich zwei. Oder drei, komm. Ja, liebe Welt da draußen, okay, dann machen wir in der nächsten Folge also eine Blaupause davon und sind fertig erstmal für diese Folge. Die Folge ist vorbei. Ich bedanke mich also für euer Zusehen. Die sind aber laut. Waren die schon immer so laut? Ja, waren sie. Und noch lauter, glaube ich. Für euer Zusehen bedanke ich mich, für eure Kommentare und für eure Likes. Ein Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.